Für die nächste Seite möchte ich diese Papiere benutzen. Und zwar kommt das Papier direkt auf die Seite. Mit diesem Papier möchte ich so ein kleines Fensterchen herstellen. Und das hier kommt dann hinter das Fensterchen als eine Art Band. Als erstes werde ich also dieses Papier zuschneiden. Hier an der Rückseite Klebeband an, beziehungsweise an dieser Seite ist ja schon Klebeband, von daher nur an den dreien und klebe das dann an die Seite. Bevor ich das Papier aber da drauf klebe, nehme ich erst nochmal meinen Papierdistresser und färbe die Seiten rein. So, jetzt nehme ich mir ein Stück Papier, welches ich jetzt gleich hier anbringen möchte. Das möchte ich aber erst noch stanzen, und zwar mit meinem Bordürenstanzer. Als nächstes werde ich mir jetzt aus diesem Tonkarton so ein aufklappbares Fensterchen schneiden. Ich knicke das Papier jetzt so, dass auf der einen Seite das Papier noch ein bisschen länger ist, sodass ich hier jetzt eine Lasche ausschneiden kann, mit der ich das dann leichter aufklappen kann. So sieht das dann aus. Das wird dann hier angeklebt. Und dieser Streifen wiederum wird hier am Rand nur angeklebt, sodass man hier hinter noch was reinstecken kann. Jetzt werde ich aber erstmal dieses Papier bekleben. Und zwar nehme ich dafür dieses Papier. Ich habe mir das Papier jetzt zugeschnitten und am Rand eingefärbt. Und werde das jetzt hier drauf kleben. Ich habe jetzt vergessen, das Gegenstück vom Magneten unter das Papier hier zu kleben, weil hier befindet sich ja schon ein Magnet. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich wieder unter das Papier komme und das Gegenstück vom Magneten da anbringe. So, das ist so ein Metallplättchen, was ich jetzt mit Sekundenkleber anbringen werde.
So, wenn der Kleber getrocknet ist, lege ich das Papier jetzt einfach wieder darüber. So. Ich werde jetzt diese Seite auch noch stanzen, weil ich glaube, das sieht dann schöner aus. Und jetzt werde ich das hier an der Seite hier mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Dabei muss ich darauf achten, dass diese Lasche auf der Höhe von meinem Magneten ist, den ich hier erfüllen kann. So, ich habe jetzt das doppelseitige Klebeband angebracht und werde das jetzt erstmal hier so dran halten und das dann hier drauf kleben. Jetzt werde ich hier an den Seiten Bastelkleber anbringen. Da ich hier jetzt zu viel doppelseitiges Klebeband angebracht habe und das entfernen musste, werde ich da jetzt was drüber kleben, damit man das nicht mehr sieht. Und zwar ist das Washi-Tape. Als nächstes möchte ich hier noch so eine kleine Tasche anbringen, damit die Tags, die man hier hinten reinsteckt, dann nicht runterfallen. Diesen Streifen Papier möchte ich jetzt erstmal prägen. Und zwar lege ich den Streifen jetzt in die Prägeschablone. Und dann geht das alles durch die Prägemaschine. So sieht das jetzt aus. Im nächsten Schritt werde ich das mit Sandpapier ein bisschen aufrauen. So, und jetzt nehme ich meinen Stempel und gebe das Papier damit. So sieht das jetzt aus. Und jetzt werde ich das hier ankleben, aber vorher werde ich noch die Ecken ein bisschen abrunden. Jetzt werde ich hier ein bisschen Kleber anbringen. Und hier unten ankleben. Jetzt werde ich den Tag herstellen. Und zwar soll der hier vorne auch eine Lasche haben. So, und hier klebe ich dann von diesem Mini-Block vorne und hinten ein Papier drauf. Da kann man dann entweder auch noch ein Foto drauf kleben oder was schreiben.